Herzlich willkommen hier im Experience Center von Uhrenarmbandshop.de. Ich habe Ihnen bereits gezeigt, wie einfach es ist, ein Uhrenarmband auszutauschen. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist und wie wichtig es auch ist, die richtige Größe zu messen. Ich werde Ihnen zeigen, worauf Sie achten müssen, damit Sie nicht das falsche Band bestellen und es letztendlich dann wieder zurückschicken müssen. Es ist natürlich sehr einfach, die Breite des Bandes zu messen. Besser ist es, die Breite vom Anstoß zu messen. Das Messen der Breite muss ganz genau passieren. Ein Millimeter Unterschied kann dafür sorgen, dass das Uhrenarmband nicht passt zu Ihrer Uhr. In Ausnahmefällen steht die Bandbreite Ihres Bandes in der Innenseite des Bandes vermeldet. Ungefähr 80 bis 90% der Uhrenarmbänder haben eine gerade Größe. Zum Beispiel 16, 18 oder 20 mm. Hier gibt es aber auch Ausnahmen. Es gibt nämlich auch ungerade Größen, 19, 21 und 23 mm. Messen Sie den Anstoß vom Gehäuse. Hierfür können Sie entweder ein ganz normales Lineal verwenden oder einen Messschieber. Haben Sie die Breite gemessen und sind sich sicher über die Größe, gehen Sie dann auf uhrenarmbandshop.de. Hier gibt es zwei verschiedene Suchmöglichkeiten. Erste Möglichkeit ist über den Filter der Homepage. Sie brauchen nicht alle Filter zu nutzen. Die zweite Möglichkeit ist, universal auszuwählen. Hier können Sie dann ausfüllen, welches Material Sie wünschen, welche Breite und noch mehr Filter. So einfach ist es, das richtige Uhrenarmband zu bestellen. Sollten Sie Fragen haben oder nicht weiterkommen, kontaktieren Sie uns gerne, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail oder kommen vorbei in unserem Experience Center.